damit herzlich willkommen nach diesem wunderbaren Mittagessen und Netzwerken zu unserer jetzigen Session, und zwar öffentliche Beschaffung von KI-Lösungen. Das hohe Interesse, das Sie in diesem Saal zeigen, und auch die hohe Interesse von 400 Teilnehmern bei dieser Veranstaltung zeigen, wie wunderbar richtig die Veranstalter die Themen des heutigen Tages gesetzt haben. Und von meiner Stelle erstmal herzlichen Dank für die hervorragende Organisation an die Veranstalter und auch für die Mitarbeiter, die hier Technik machen den ganzen Tag und alles organisieren, dass es funktioniert. Herzlichen Dank dafür. Sie dürften auch applaudieren, wenn Sie wollen. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute zwei ganz wunderbare Experten und eine wunderbare Expertin präsentieren kann. Einmal Dr. Tobias Neef mit einem Vortrag, den Sie hier oben schon vorbereitet dran sehen, und Martina Arioli, die dann im Anschluss präsentieren wird. Mein Name ist Sven Kuhlmeier. Ich bin Rechtsanwalt für IT-Recht und auch Rechtsanwalt für KI-Recht, wie wir alle Rechtsanwälte ja jetzt für KI-Recht Rechtsanwälte sind, hier bei Wikipartners in Zürich. Und ich habe die Ehre, den heutigen Nachmittag zu moderieren. Vom Ablauf haben wir uns überlegt, dass wir zunächst die beiden Präsentationen hören und dann in die Frage- und Antwort- und Diskussionsrunde mit Ihnen einsteigen. Und dann dürfen Sie alle Fragen fragen, die Ihnen auf dem Herzen liegen. Wir beginnen jetzt mit Tobias. Tobias ist studierter Politikwissenschaftler, hat Recht studiert. Er promovierte zum Thema internationale Datenflüsse und er ist stellvertretender Abteilungsleiter Recht bei der Datenschutzbehörde Kanton Zürich. Und die Schwierigkeit, man denkt immer so, Moderation ist so der einfachste Job von allen, den man hier machen kann, wo man sich bloß hinstellt und irgendwie was erzählen muss. Tobias hat mich vor einigen Minuten, deshalb habe ich es mir aufgeschrieben, auch informiert, die Funktion ist nicht mehr ganz so zutreffend. Tobias wird ab 1. Oktober der Datenschutzbeauftragte der Stadt Winterthur sein, zu der er gestern gewählt wurde. Herzlichen Glückwunsch, Tobias, dazu. Und in dem Sinne, the stage is yours. Hallo, sehr gut. Danke vielmals, Sven, für die nette Einführung und das Erwähnen meiner Wahl gestern. Danke vielmals für den Applaus. Guten Nachmittag. Immer der beste Slot direkt nach dem Mittagessen. Da ist am meisten Blut im Kopf. Genau, da können wir mit den wirklich schweren Themen beginnen. Dazu gehört auch KI. KI ist ein Riesenthema. Nicht nur, aber auch bei den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, natürlich auch im Beschaffungswesen, drüber hinaus überall. Als ich angefragt wurde für einen Input, war das Ziel, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, was läuft denn bei den Gemeinden, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Es geht heute darum, Ihnen einige Beispiele zu geben, so ein bisschen in die Praxis zu schauen, Dinge vorzustellen, was heißt denn KI heute, wie sie verwendet wird in den Gemeinden. Und weil ich berufstätig bin im Bereich Datenschutz, schauen wir dann auch noch, welche Herausforderungen denn all diese Beispiele im Bereich Datenschutz mit sich bringen. Wir haben Folgendes auf der heute kurzen Agenda. Weil ich nicht davon ausgehe, dass Sie alle vollkommene Datenschutzprofis sind, würde ich ganz kurz mit Ihnen ein paar Datenschutzgrundsätze anschauen, damit wir nachher die einzelnen Beispiele ein bisschen einschätzen können. Das machen wir nicht allzu lange. Wir gehen dann direkt in die 5 Beispiele, die ich Ihnen aufgeblendet habe. Ich erkläre Ihnen dann ein bisschen, um was es dabei geht. So sollten Sie am Schluss ein bisschen ein besseres Gefühl bekommen, was heißt denn jetzt KI in der Praxis bei den Gemeinden. Wie versprochen, jetzt Schullektion Datenschutz. Wir gehen durch die Grundsätze. Die Grundsätze im Datenschutzrecht sind überall ungefähr gleich. Sei es, dass wir jetzt über den europäischen Datenschutz, die DSGVO, sprechen,
sei es, dass wir über das schweizerische bundesstaatliche Datenschutzrecht sprechen oder ob wir über die kantonalen Datenschutzgesetze sprechen. Für Sie hier schon mal der Takeaway: es gibt unterschiedliche Datenschutzgesetze. Für die Gemeinden ist meistens das kantonale Datenschutzrecht anwendbar. Die Grundsätze, wie gesagt, überall ungefähr gleich. Wir gehen durch. Gesetzmäßigkeit, das ist wichtig im öffentlichen Bereich. Gesetzmäßigkeit heißt schlussendlich, dass jede Art der Datenbearbeitung eine rechtliche Grundlage braucht, in einem Gesetz oder einer Verordnung. Der Staat darf nichts tun, was außerhalb eines Gesetzes ist. Soweit, so gut. Verhältnismäßigkeit. Am einfachsten erklärt, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, oder? Also wenn ich einen Heimatausweis bestellen muss, dann dürfen die Behörden nicht meine gesamten Telefonabrechnungen noch kontrollieren. Das wäre weder geeignet noch erforderlich. Verhältnismäßigkeit, es muss im Rahmen von dem sein, die Datenbearbeitung, was man macht. Die Informationssicherheit, wichtiger Grundsatz. Wenn Behörden Daten bearbeiten, dann sollten die sicher sein. Nicht irgendwie für alle ersichtlich, sondern gut geschützt, an sicheren Orten aufbewahrt. Datenrichtigkeit, da sollten wir davon ausgehen, dass die Behörden die richtigen Daten über uns haben und bearbeiten. Sich hier keine Falschinformationen einfließen. Wir haben einen Anspruch darauf, dass diese Daten richtig sind. Verantwortlichkeit, das ist insbesondere relevant, wenn ein öffentliches Organ Dritte beizieht. Etwas, was viel diskutiert wird, ist dieses M365, also ein Microsoft-Produkt, das in vielen Behörden verwendet wird für die Datenbearbeitung. Dort gehen oft Daten in die Cloud. Da ist es wichtig zu sagen, dass die Verantwortlichkeit nach wie vor beim öffentlichen Organ ist und dann nicht Microsoft irgendwas mit den Daten machen darf. Jetzt zumindest an diesem Beispiel. Wir sehen dann ganz viele sogenannte Auslagerungen. Die zwei letzten sind noch die Zweckbindung. Zweckbindung heißt, ich darf die Daten nur dafür gebrauchen, wofür sie ursprünglich erhoben worden sind. Also nicht irgendwie noch etwas anderes, wenn ich die Daten ja schon habe, sonst brauche ich wieder eine rechtliche Grundlage. Und zu guter Letzt noch die Transparenz. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf haben, zu wissen, was denn der Staat mit ihren Daten macht. So, jetzt sind auch Sie alle Expertinnen und Experten im Datenschutzrecht. Herzliche Gratulation dazu. Wir sehen dann in den Beispielen, wie diese Grundsätze dann in Aktion treten. Das erste Beispiel, das ich rausgesucht habe, finde ich ein sehr schönes, ein sehr sinnvolles Beispiel, wie künstliche Intelligenz im Alltag angewendet wird. Und zwar geht es hier um eine Korrekturassistenz für Lehrpersonen. Das Produkt, das ich inhaltlich nicht nennen möchte, aus wettbewerbstechnischen Gründen, funktioniert so, dass es Arbeitsblätter gibt für die Schülerinnen und Schüler. Die werden ausgefüllt und die Lehrperson kann dann mit einem QR-Code das richtige Lösungsblatt aufrufen, mit einem Foto über das Smartphone das Blatt, das abgegeben wurde, fotografieren. Die Handschrift der Kinder wird erkannt, entziffert teilweise und dann wird ausgewertet automatisch, wie gut oder wie schlecht die jeweiligen Kinder diese Aufgaben gelöst haben. Ein Produkt, das Effizienz bei der Korrektur verspricht, grundsätzlich etwas sehr Sinnvolles. Wo sind nun die Knacknüsse für den Datenschutz? Wir gehen zum Grundsatz der Zweckbindung. Ihr könnt euch vorstellen, das ist ja nicht die Schule, die dieses Tool selber entwickelt hat, sondern das ist ein Drittanbieter. Diese Drittanbieterin, die bearbeitet jetzt
mit ihrem Programm, das die Schule nutzt, diese Informationen der Kinder der jeweiligen Schulklassen und was wir angetroffen haben, die möchten dann diese Daten der Kinder auch selber weiterverwenden, um ihren Algorithmus zu trainieren. Einerseits, um zu erkennen, wo sind dann die häufigsten Fehlerquellen der Kinder und andererseits, um besser für die Zukunft die Handschrift von verschiedenen Kindern zu erkennen. Hier haben wir eine Knacknuss insofern, dass dies der Dritten nicht erlaubt ist, weil das ist eine Änderung des Zwecks, weswegen die Daten der Kinder bearbeitet werden. Die Schule darf diese Daten nicht den Dritten so geben, dass die ihre eigenen Algorithmen trainieren etc. So etwas muss vertraglich geregelt werden. Wir haben eine zweite Knacknuss. Hier geht es um die Datenrichtigkeit. Ihr könnt euch vorstellen, dass KI-Systeme, die schaffen mit Wahrscheinlichkeiten, könnt euch vorstellen, dass hier ab und zu mal ein Fehler einschleicht. Das heißt, aus datenschutzrechtlicher Perspektive wollen wir sehen, wie denn Lehrpersonen sicherstellen, dass sie auch die Richtigkeit überprüfen dieser Lösungen, die ihnen da vorgefertigt werden. Ein erstes Spotlight: eine KI-gestützte Korrekturassistenz. Ein zweites Beispiel. Es wird schon ein bisschen ausgefuchster, die Datenbearbeitung. Es geht um Smart Parking. Das ist eine Anwendung, die es der breiten Bevölkerung erlauben sollte, wenn sie durch eine Gemeinde fährt und auf der Suche nach einem Parkplatz ist, dass man schnellstmöglich einen freien Platz findet. Wie macht das diese Anwendung? Ihr seht es auf den Bildern. Es wird mit Videokameras wird gefilmt, die Parkplatzzonen. Das wird runtergebrochen auf ein Raster, binär, rot, grün, frei, nicht frei, und die Informationen werden auf eine App übermittelt. Auch hier natürlich Knacknüsse für den Datenschutz vorhanden. Verhältnismäßigkeit ist hier ein Thema. Und zwar haben wir öffentlichen Raum, Parkplätze, und es werden Videokameras aufgestellt. Grundsätzlich ist es nicht notwendig, dass man weiß, dass das Auto Sven oder Martina gehört. Es ist ja nur wichtig, dass man weiß, es steht ein Auto auf dem Parkplatz oder nicht, oder? Das heißt, aus datenschutzrechtlicher Sicht ist es notwendig, dass man den Personenbezug entfernt. Und zwar heißt das das Nummernschild. Und auch, wenn Sven oder Martina über den Parkplatz zum Auto laufen, dass man halt nicht sieht, dass es Sven und Martina sind, oder? Das heißt, die Kameratechnik muss so programmiert sein, dass sie eben Personen nicht erkennen lässt, sie auch Google Maps etc. und die Nummernschilder. Zudem, zweite Knacknuss, Transparenz, der Grundsatz der Transparenz. Wenn wir als normale Bürgerinnen und Bürger über einen Parkplatz laufen und sehen, da hat es irgendwie 5 Videokameras, mir persönlich, aber das ist vielleicht ein bisschen Deformation professionell, ist nicht mega wohl. Das heißt, irgendwo muss hingewiesen werden, warum und wie wird dieser Parkplatz überwacht. Drittes Beispiel, Schulzuteilung. Das wird ein Beispiel, hier geht es nicht um kleinere Gemeinden mit einem Schulhaus, sondern es geht um größere Gemeinden mit 5, 6, 7, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Schulhäuser Zürich hat, ich bin sicher sehr, sehr viele. Und bei diesem Beispiel geht es um einen Algorithmus, der soll eine möglichst optimale Zuteilung der Kinder auf die Schulhäuser ermöglichen, so dass alle einen möglichst sicheren Schulweg haben, einen möglichst kurzen Schulweg und, interessant, dass es möglichst gut durchmischte Klassen gibt. Also 2 verschiedene Ziele. Auch hier, Sie erahnen es, Knacknüsse für den Datenschutz. Ganz grundlegend hier die Gesetzmäßigkeit. Natürlich, die Schulzuteilung gehört zu den Standardaufgaben einer Schulgemeinde. Aber welche Daten
darf man dafür brauchen? Wenn man Daten hinzunimmt, die noch das sozialwirtschaftliche Umfeld einbeziehen etc., kann es sein, dass man schnell mal ein Persönlichkeitsprofil der Familien hat. Das wären dann besondere Personendaten, da brauchte man eine besonders oder eine weitergehende Rechtsgrundlage. Es kann sein, dass man Daten von anderen Orten nehmen muss. Also die Schulbehörden, die haben grundsätzlich die Steuerdaten ja nicht, oder? Die müssen irgendwie auf die Steuerdaten zugreifen. Für das braucht es eine Rechtsgrundlage. Und ganz grundsätzlich fragt sich, ob es eine spezielle Rechtsgrundlage braucht, um hier KI einzusetzen. Also als Beschaffungsrecht, also im Beschaffungsprozess muss man sich durchaus auch fragen, haben wir eine Rechtsgrundlage für das, was wir hier beschaffen? Dann natürlich auch die Verhältnismäßigkeit. Ist es verhältnismäßig, ganz verschiedene Arten von Daten zu beziehen? Hier gibt es natürlich auch wieder Tricks. Man kann Regionen in einer Stadt aggregieren. Das ist besonders leistend, also besonders viele eher reiche Leute wohnen hier. Dann kann man ein bisschen spielen. Aber diese Punkte sind wichtig zu adressieren. Zweitletztes Beispiel. Wir sind wieder bei den Steuern. Etwas vom mühsamsten, habe ich mir erzählen lassen, bei der Steuerverwaltung sind all diese nicht so komplizierten Steuerveranlagungen rauszusuchen. Also die Steuerveranlagungen ohne Immobilien, ohne viel Kapital, ohne Kinder, ohne weiß auch nicht was, also alle Studierenden wahrscheinlich. Und das soll auch durch eine Anwendung vereinfacht werden, die einfach grundsätzlich mal aussortiert und dann automatisch veranlagt, was als einfach daherkommt. Wieder ein Beispiel für KI. Auch hier Knacknüsse, Gesetzmäßigkeit, insbesondere wenn es um die automatische Veranlagung geht. Suchen wir oder brauchen wir eine explizite Rechtsgrundlage? Es geht um Transparenz, oder? Die Leute sollten wissen, wenn eine Maschine, ein Algorithmus ihre Steuererklärung gemacht hat und diese nicht händisch geprüft wurde. Datenrichtigkeit wiederum, wenn es Automatismen gibt bei einem KI-Einsatz, oder? Dann ist die Richtigkeit der Daten immer ein Problem. Das würde eigentlich Kontrollmechanismen bedingen. Das muss man im Beschaffungsprozess bedenken. Ach, das war schon das letzte Beispiel. Wir gehen zum Fazit, weil das, denke ich, ist nach dieser Reihe von Beispielen enorm wichtig. Wir haben gesehen, dass viele dieser KI-Projekte brauchen Personendaten, also Informationen über einzelne Bürgerinnen und Bürger, sei es die Kinder in der Schule, die schulzuteilten Kinder und deren Eltern, Steuerzahlerinnen, Steuerzahler oder Parkplatzbenutzerinnen, Parkplatzbenutzer. Das heißt, dass das Datenschutzrecht anwendbar ist. Deswegen ist das Datenschutzrecht für das Beschaffungswesen so zentral, insbesondere wenn es um IT-Beschaffungen geht. Wir haben gesehen, es gibt regelmäßig Knacknüsse im Datenschutz für solche KI-Projekte. Das heißt, dass Sie die datenschutzrechtlichen Instrumente frühzeitig anschauen müssen. Das heißt, frühzeitig eine Datenschutzfolgenabschätzung machen und frühzeitig auch schauen, haben wir Rechtsgrundlagen für den Einsatz von KI oder für das, was Sie eigentlich machen wollen. Und dann ist das Bewusstsein mega wichtig, dass allgemein gesagt KI-Projekte mit Personendaten regelmäßig hohe Risiken für die Grundrechte der Betroffenen mit sich bringen. Und das bedeutet regelmäßig, dass man mit solchen Projekten zu den Datenschutzbehörden geht, wie zum Beispiel ich sie heute hier repräsentiere vom Kanton Zürich, die gibt es aber in allen Kantonen. Und die Datenschutzbehörden schauen sich diese Projekte an und geben auch Inputs, wie man es dann rechtmäßig machen kann. Bottom line, und das finde ich mega wichtig, das zu vermitteln, ist, datenschutzkonforme KI ist möglich, auch wenn ich jetzt viele Knacknüsse aufgezeigt habe, aber es braucht eine
ja, relativ intensive Beschäftigung mit dem Datenschutz, damit das rechtmäßig möglich ist. Damit bedanke ich mich. Das wäre der erste Input. Applaus